Was bringt der patagonische Herbst? Auf jeden Fall einen ganzen Haufen Spaß. Schon ist der Herbst wieder da. Kaum ist April. Außerdem bringt er viel herrliche Einsamkeit. Niemand unterwegs. Und Wahnsinnsfarben. Ein wunderschöner See nach dem anderen liegt auf der Route. Aber die Badesaison ist vorbei. Daunenjacken sind jetzt angesagt. Oder ein dicker Neopren. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich bin zum Beispiel noch nie mit Handschuhen gekitet. Aber das Wasser ist arschkalt, aber ich muss trotzdem. Wir fahren weiter zum Nationalpark Lanín. Hier wachsen uralte Araukarienwälder. Neben den immergrünen Nadelbäumen sieht die Herbstfärbung gleich noch viel bunter aus. Namensgebend für die ganze Region ist dieser Bilderbuchgipfel, der Vulkan Lanín, über 3700 Meter hoch und für viele der schönste Berg Argentiniens. Da! Wer ist da? Da, Leute, komm rein! Komm schon! Ach, alle auf dem Baum! Für die Vögel hier bringt der Herbst jede Menge reife Früchte und Samen. Und was machen die? So ein schöner Berg darf natürlich nicht unbestiegen bleiben. So, für mich ist hier Schluss. Der Gipfel ist ungefähr noch
2000 Meter höher bräuchte man Pickel und Steigeisen. Haben wir jetzt heute nicht vor, aber die Aussicht ist sensationell. Man sieht hier da von der argentinischen Pampa mit den Araucarienwäldern rüber. Da ist der Lago Tromen, da war ich gestern beim Kiten. Dann kommt schon Chile. Das sind alles schon die chilenischen Anden. Was für eine Aussicht. So, und jetzt gehe ich wieder runter, den Rallo ablösen, gell? Der will ja auch noch hier hoch. So geht's den Eltern mit kleinen Kindern, ja? Kann man sich nur abwechseln. Ich habe euch was mitgebracht. Mach mal auf, Emil. Eis vom Gletscher? Schnee vom Vulkan. Da könnt ihr jetzt einen Schneeball machen. Wow! Hey! Au! Genau, nicht auf mich! Ein Schneeball, sondern einen Eisball. Mit Lavasand. Uns beiden bringt der Herbst noch einen ganz besonderen Grund zum Feiern. Heute ist nämlich unser Hochzeitstag. Heute vor 13 Jahren. Mei, wir waren so jung. Weißt du noch? Ja. Und so verliebt. Hättest du gedacht, dass wir 13 Jahre später mit Zwillingen durch Südamerika cruisen? Nein. Das Leben steckt voller Überraschungen. Hm. You never know what you're gonna get. Auch für die Pferde ist heute ein besonderer Herbsttag. Allen Abtrieb. Sie treiben jetzt die Pferde von der Weide, wo sie hier oben waren, runter in ihr Dorf. Jetzt sind alle bereit. Schau, jetzt geht's gleich los. Die anderen. Ich kann doch nicht auf den Pool rein, oder? Das sind jetzt echte Gauchos bei der Arbeit. Siehst du? Das sind echte Gauchos. Ja. Das will nicht mit, schau. Und für uns wird es ein Abschied von Argentinien. Ab morgen sind wir in Chile. Hier gibt es Flüsse voller Forellen und Lachse. Papa, zieh doch die Kran. Zieh, man hat uns angemessen. Papa, zieh hoch, los, schnell. Wieder an drauf. Wow. Und gleich noch einen Bilderbuchvulkan, den Villa Rica. Er ist zwar fast 1000 Meter niedriger als der Vulkan Lanín, aber gefährlicher. Denn während ersterer seit tausenden Jahren schläft, ist dieser hier noch aktiv. Er hat hunderte Todesopfer auf dem Gewissen. Bei der letzten größeren Eruption in 2015 wurden über 3000 Menschen evakuiert. Aktuell besteht aber keine Gefahr. Grünes Licht von den Vulkanologen. Also, nix wie rauf. Thank you.
zwar ein bisschen skurril aus mit den ganzen Sesselliften hier, aber die Aussicht ist geil. Dieser fantastische Ort ist unser letzter Stopp in Patagonien. 2 Monate haben wir in dieser großartigen Region verbracht. In der nächsten Episode flüchten wir vor dem einsetzenden Winter. Auf der Panamericana laufen wir in Santiago de Chile ein. Von der Millionenmetropole ziehen wir weiter an den Pazifik. Hier grenzt die trockenste Wüste der Welt, die Atacama, direkt an den größten Ozean. Es gibt wilde, menschenleere Strände, genau nach unserem Geschmack. Bis bald!